Willkommen, Göran. Ich freue mich, dass du hier bist. Wir starten hier schnell und temporeich direkt rein und durch. Und zwar würde ich von dir ganz gerne mal wissen, welche Bedeutung hat deiner Ansicht nach die Fähigkeit, klar zu sprechen und aufmerksam zuzuhören für Organisationsdesign? Eine sehr große. meine Beobachtung ist, dass das Sprechen oder der Sprechakt ja fast ein automatisiertes Verhalten ist. Und man kann es jetzt in jeden Kontext schieben, ja, diese Bedeutungszuweisung, aber ich glaube, gerade da, wo es sehr ums Eingemachte geht, wo wir hohen Druck, hohe Geschwindigkeiten haben, ist natürlich Eindeutigkeit gefragt. Und da wir natürlich selbst so in uns geschlossene, komplexe Systeme sind, ist natürlich schwierig, Eindeutigkeit herzustellen, aber es ist nicht unmöglich, sich dem mal gut anzunähern. Allein deshalb brauchen wir eine klare Sprache, wenn wir halt senden, und wir brauchen eine klare Sprache, wenn wir empfangen. Wenn ich in Unternehmen gehe, dann mache ich das manchmal bei Meetings so, dass ich sage, bevor du sprichst, hier ist die Eieruhr, du hast so viel Zeit, wie du möchtest, über das, was du sagen möchtest, nachzudenken, und dann hast du eine Minute Zeit, es zu sagen. Ja, und die Regel an jeden. Das habe ich mir geklaut aus dem interkulturellen Kontext im Business. Es war einst mal ein chinesischer wichtiger Manager in einer Firma eingeladen. Und weil es eine chinesische Tochter oder sowas war, eine wichtige Entscheidung mitzutreffen in dem Meeting. Und die deutschen oder europäischen Manager haben geredet. Und der Chinese hat nichts gesagt. Und am Ende waren die völlig konsterniert, weil sie sich gewundert haben, dass er nichts gesagt hat. Bis sie halt herausgefunden haben, denn mit dem Nachcoaching, dass bei den Chinesen das so ist, dass man, bevor man eine Antwort gibt, sich mindestens 4 Sekunden, und das ist noch keine lange Zeit, Zeit lassen darf, um das einsinken zu lassen, den Gedanken zu formen und dann auszusprechen. Ja, und deshalb ist der Chinese nie zu Wort gekommen. Es gab diese 4 Sekunden nie. Und wir im Westen sind ja immer, ich will was sagen, ich warte ja immer einfach nur, dass ich wieder was reingießen kann. Und allein da ist total schon ausgedrückt, wonach du halt fragst, warum es halt so wichtig ist, einmal klar sich auszudrücken und aber auch klar zuzuhören. Ja, und dazu gehört aber auch die Zeit zu haben, meine Gedanken zu formen. Ja, fantastisch, klasse. Eindeutig. Magst du das nochmal kurz für die Zuhörer erklären, was du damit meinst? Mit eindeutig meine ich, dass ich möglichst meine Aussage beim anderen als so verstanden absichern kann, wie ich das auch intendiert habe. Ja, also durch Paraphrasieren, ja, ist natürlich da eine tolle Möglichkeit. Ich kenne das, weil ich aus dem Design Thinking komme, über einen Prozess, gerade im Anfang des Design Thinkings haben wir eine kleine Methode, die nennt sich semantische Analyse. Das heißt, die Challenge oder die Projektfrage, mit der wir ein Projekt starten, wird in den Mittelpunkt gepackt, so wie eine Mindmap gebaut. Jeder Einzelne fängt damit an, wie verstehe ich eigentlich die Frage? Und da stellen 5 Leute fest, dass sie die einzelnen Subjekte, Prädikate, Objekte, die Konstruktion, das, was zu interpretieren ist, eben immer aus ihrer eigenen Wassersuppe heraus interpretieren, weil der eine ist halt mehr aufs Team bedacht, der andere mehr auf die Skalierung, auf die Performance, aufs Renommee, aufs Image. Und da eine Eindeutigkeit herzustellen, wir verstehen schon mal die Startfrage für unser Projekt gleich, drückt das für mich total gut aus. Also wir können immer nur, wir sind Blackboxes, ja, würde ich behaupten, aber wir können uns annähern. Es braucht aber eben dieses Zuhören und dieses, ich finde die Frage, was bedeutet das für dich, ganz wichtig. Oder wie siehst du das? Ja, also dafür immer Platz lassen, wenn es um was geht. Es geht meistens um was. Gitta, mich interessiert aus deiner Perspektive, welche Qualitäten machen zukunftsfähige Menschen aus? Über was sollten sie verfügen? Ja, danke. Da würde ich direkt anschließen an das, was du vorher gesagt hast. Also gut zuhören zu können, klar sprechen zu können, das sind schon mal 2 wichtige Fähigkeiten. Im Zusammenhang mit Wirklichkeitsemulation, wo wir das erste Mal in der Geschichte der Menschheit Wirklichkeit gemeinsam mit Maschinen emulieren, gehört mit Sicherheit auch dazu, die Frage zu stellen, was unterscheidet den Menschen eigentlich im Augenblick noch von der Maschine beziehungsweise von KI, Robotics und so weiter. Und da sehe ich Chaosmanagement beziehungsweise die Fähigkeit, Unbestimmte zu handhaben, zu managen, ganz vorn. Komplexitätsmanagement auf hoher Dimension, auf hoher Dimensionierung und hochdifferenziert, das sind 2
meiner Ansicht nach zentrale Aspekte bei der Frage, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir mit Welt um, wie organisieren wir, egal was, und wie schaffen wir krisenfunktionale Modelle. Chaosmanagement bzw. Unbestimmtheitsorganisation findet kontinuierlich statt. Das machen wir die ganze Zeit. Die Frage ist nur, wie gut machen wir es? In der Regel dominieren symmetrische Konflikte der Gestalt, dass der eine sagt, du musst mir zuhören und der andere sagt, nein, du musst mir zuhören. Die politische Debatte und die politische Debatte finden wir in den Social Media eigentlich überall. Und da gehört jetzt für krisenfunktionales, zukunftsfähiges Denken definitiv hin, sich die Frage zu stellen, muss ich weiterhin im kontravalenten Konflikt, im symmetrischen Konflikt bleiben oder kann ich mich dafür entscheiden, die Perspektive des anderen einfach mal anzunehmen, in ihr darüber nachzudenken, welche zukunftsfähigen Aspekte finde ich darin und kann sie dann auf meine eigenen übertragen. Darf ich noch eine Frage nachsetzen? Klar. Für wie fähig hältst du uns, also gerade in dieser krisengebeutelten Zeit, die wir jetzt erlebt haben, für wie fähig hältst du uns, oder die, salopp gesagt, die Menschheit, die Fähigkeit zu beherrschen, die Perspektive auch wirklich wechseln zu können? Also ich gehe grundsätzlich davon aus, dass jeder Mensch mit dieser Fähigkeit geboren wird. Das halte ich für in uns angelegt. Kinder können systemisch und folgerichtig denken. Kinder können zuhören. Kinder können auch Eindeutigkeit. Das zeigt sich immer wieder, wenn sie miteinander spielen. Dann allerdings passiert uns die Erwachsenenwelt. Und bislang haben wir, also in den letzten mehreren tausend Jahren, haben wir als Menschheit versucht, über lineare Hierarchien und symmetrische Konflikte weitestgehend Welt zu gestalten, haben ein stark ausbeuterisches Denken konditioniert, das sich überall reflektiert, in Sprache, Miteinander, Organisationsdesign, überall. Und das bereitet uns jetzt also riesengroße Probleme. Aber die Fähigkeit dafür ist, damit anders umzugehen, ist definitiv da. Ich sehe das auch immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, die gewohnt sind, im symmetrischen Konflikt zu reagieren. Und wenn ich dann einfach darauf nicht eingehe, sondern ein größeres Angebot mache und sage, pass auf, ich integriere das einfach, was du tust, dann schalten die auch blitzschnell um, also die meisten jedenfalls. Insofern denke ich, wenn wir uns einfach mehr Mühe geben, wenn es reicht, wenn 10% der Menschheit sich mehr Mühe geben und sagen, so, ich lege jetzt mal Zuhören nach vorne, ich lege Wert auf das, was du gesagt hast, dieses, ich gebe mir einfach auch die Zeit zum Zuhören. Ja, ich achte mal darauf, was finde ich in dem, was der jeweils andere sagt, was uns weiterbringen kann, dann sehe ich, dass da tatsächlich eine Menge möglich ist. Ich denke, wir sind wohlstandsfaul, aber wir können diese Wohlstandsfaulheit überwinden, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir mit dem Trip so nicht mehr weitermachen können, denn der bringt uns schlicht und ergreifend um. Ja, aber ich mache mir also weniger Sorgen über die Frage, können wir das ja oder nein, sondern mehr über die Systemträgheit insgesamt. Wenn ich also jetzt die augenblicklichen, die neuesten Zahlen sehe, die jetzt zum Beispiel von Greta Thunberg rübergekommen sind, dann haben wir möglicherweise nur noch 10 Jahre und dann kippt das Ganze. Das ist verdammt eng. Aber gleichzeitig sehe ich eben auch, wie sehr viele Menschen, immer mehr Menschen auf diesem Planeten anfangen, das zu begreifen und sich darüber Gedanken zu machen, was wir tun können. Und mit Menschen, die also so Organisations- und Kommunikationsdesign vorschlagen, wie du das jetzt machst, über Sprachdesign streng genommen, sehe ich da auch tatsächlich Chancen. Ja. Ja, schöner Begriff. Was über die, das ist das schöne Wort Wohlstandsfaulheit gesagt, was über diese Wohlstandsfaulheit hinaus hältst du noch für mögliche Gründe, dass gerade wir Erwachsenen in Abgrenzung zu den Kindern uns oft so schwer tun, diese Perspektive des anderen einfach mal einzunehmen oder in die Schuhe des anderen zu steigen? Brauchbarkeitsentscheidung. Also das ist eine ganz tolle Frage und auch die gehört wieder zu dem dazu, was du eingangs gesagt hast. Ja, deine Überlegung, eindeutig kommunizieren, zuhören, darauf achten, kommt das, was ich sage, tatsächlich so weit, wie das irgendwie machbar ist beim anderen an, spielt eine gewaltige Rolle. Brauchbarkeitsentscheidung, damit meine ich, wir Erwachsenen neigen im Gegensatz zu Kindern, und das ist auch eine Errungenschaft, die wir haben, dazu die Frage grundsätzlich mitzustellen, wo verorten wir das hier im kulturellen Prozess?
ja, können wir damit was anfangen, taugt das überhaupt was und so weiter. Diese Frage läuft kontinuierlich mit und sie ist im Augenblick bei vielen unabdingbar gekoppelt an die Notwendigkeit, direkt dazu eine Meinung zu äußern. Wenn wir das entkoppeln, ja, dann haben wir hier eine riesige Chance. Aber wenn wir sagen, okay, die Brauchbarkeitsfrage zu stellen, die ist ja relevant. Na, aber ich muss nicht gleich im selben Moment dann auch reagieren und die Bewertung abgeben, sondern ich kann diese Frage weiter mitlaufen lassen und mir währenddessen die Frage stellen, wo stehe ich mir hier selbst im Weg? Das heißt, was sehe ich nicht, dass ich sehen könnte, wenn ich meinen Schatten ein bisschen kleiner mache? Und auf die Art und Weise dann mehr darauf zu achten, was mir sonst entgehen würde. Also ich würde das, wie gesagt, die Brauchbarkeitsentscheidung einfach von dem Impuls, die eigene Meinung da direkt sagen zu müssen, trennen und auf die Art und Weise dann mehr Raum schaffen. Schön, das ist eine fantastische Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil die, finde ich, auf vielen Ebenen dort anknüpft. Was bedeutet kognitive und kommunikative Emanzipation? Kognitive und kommunikative Emanzipation ist ein Ansatz, den wir seit über 33 Jahren systematisch verfolgen, der so aussieht, dass ich nicht mehr die Frage stelle, als Lehrer, als Organisationsdesigner, als Manager, was auch immer, als Politiker, was kann ich anderen beibringen von dem, was ich weiß, sondern indem ich die Frage umdrehe und danach frage, was weißt du und was kannst du daraus bauen, sodass du mit Hilfe von einfachen Tools, Konzepten, Bausätzen, was auch immer, dazu in der Lage bist, dein eigenes Universum so stabil aufzustellen, dass du es auch jederzeit verlassen kannst. Ja, sich selbst in seinem eigenen Zeichenraum zu emanzipieren, kommunikativ so breit aufgestellt zu sein, dass es kein Problem ist, zu sagen, so Göran, jetzt höre ich dir mal zu und kann deinen fantastischen Ideen lauschen, denn ich werde meine nicht mehr verlieren. Und genau diese Fähigkeit brauchen wir heute im Organisationsdesign, die brauchen wir im Top-Management und das muss ich von oben nach unten komplett durchziehen und umgekehrt von unten nach oben auch. Denn die Maschinen werden nach und nach alle Arbeit, die linearisierbar ist, übernehmen. Und das hat dann zur Folge, dass wir Menschen brauchen, die sich versatil aufstellen können, die dazu in der Lage sind, ihre mitgegebene Kreativität voll zu nutzen, die dazu in der Lage sind, anderen tatsächlich zuzuhören und die dazu in der Lage sind, mit dem, was sie gehört haben, integrativ etwas anfangen zu können. Da möchte ich nur mal eine Gegenfrage stellen, weil wir Richtung Organisationsdesign gefragt haben. Was muss Organisationsdesign lernen zum Thema geistiger Raum der anderen? Du hast ja die Raummetapher auch gerade angeführt. Ich denke, vor allen Dingen muss Organisationsdesign mal innehalten und mal nicht danach fragen, wie empower ich, welchen Purpose muss ich formulieren, welchen Stil wähle ich, welches Tool wähle ich, sondern tatsächlich mal die ganz wichtige Frage stellen, welche Rolle spielt der Mensch eigentlich hier? Darauf kommt es schlussendlich an. Ich denke, Grenzdurchlässigkeit zum Menschen hin, vom Unternehmen her, muss effektiver und effizienter laufen. Und ich würde tatsächlich im Organisationsdesign erstmal gar nicht hingehen und über Agile reden oder über Lean reden oder BOL reden oder was auch immer, sondern ich würde ganz einfach sagen, wir setzen uns jetzt hier mal für einen Augenblick hin und stellen uns mal hier für euch als Organisation die Frage, wie funktioniert für euch Mensch? Welche Rolle spielt er in eurem Unternehmen und vor allen Dingen, welche Rolle spielt er langfristig für euer Unternehmen? Denn ich denke nicht, dass Unternehmen, die Organisationen, die den Menschen nicht mitdenken und die ihnen nicht in allen Subsystemen denken, und da hätte ich auch gleich dann eine Frage an dich, berücksichtigen, dass sie anfangen, meiner Ansicht nach anfangen müssen, also sehr viel breiter zu denken. Ja, also wenn ich darf, würde ich die Frage jetzt direkt im Anschluss stellen, das passt nämlich hier ganz gut, die ich überlegt habe. Nämlich, warum müssen wir auch deiner Ansicht nach strukturelle Kopplung zwischen den Subsystemen und mit Natur berücksichtigen? Und was bedeutet das für die Überlebensfähigkeit von Mensch, Organisation und Menschheit?
Also aus der Organisationsperspektive heraus finde ich es enorm wichtig, weil natürlich ab einer gewissen kritischen Größe Organisationen auf so vielen Dimensionen allgemein systembeeinflussend sind, also die Menschen, die dort arbeiten, das politische System, in dem sie stattfinden, weil wir sehen es ja jetzt gerade, ja, man kann sich halt über die Drohung von Arbeitslosen irgendwie staatliche Förderungen erschleichen oder erpressen, vorsichtig gesagt, das passiert gerade. Man kann genau mit der gleichen Drohung sicherlich sich um Steuer- und Umweltfragen lavieren, was an und für sich unerhört ist. Und man sich auch fragt, was richtet man dann eigentlich flächendeckend für einen Großschaden an? Also gerade wenn man sich jetzt mal die großen, also die digitalen Tycoons anguckt, ja, woher kommt das eigentlich, dass sie keine Steuern zahlen? Ja, und was wäre eigentlich, wenn sie Steuern zahlen würden? Und da auch sehr eigenverantwortlich zu schauen. Und dann müssen wir, glaube ich, auch in unsere Erzählweise rauskommen, die Organisation als Entität oder als Person zu verstehen, sondern immer wieder zu fragen, hey, es sind Menschen, die in diesen Organisationen für die Organisation die Entscheidung treffen. Ja, und was sind das für Menschen und wie die denken diese Menschen über sich als Mensch und über andere Menschen nach? Und da haben wir schon in Organisationen, ich würde jetzt fast sagen, durch die hierarchische Ordnung, so eine Differenz zwischen den Menschentypen und wie sie sich in der Welt sehen und pflanzen, dass man da wirklich anfangen muss. Ja? Und dann haben wir natürlich ganz verschiedene Organisationen, wo man fragen muss, okay, Familienunternehmen ist was anderes als ein Corporate, eine AG, eine GmbH, da gibt es sicherlich verschiedene Funktionen schon, wie das ist. Aber dein Ansinnen, was du gerade erwähnt hast, da nochmal ganz rauszugehen, zu gucken, was bedeutet Mensch für uns, was bedeutet Umwelt für uns, erinnert mich stark daran, wie sich eigentlich die Naturvölker orientiert haben. Ja, dass alles Agieren und Handeln immer auf das große Ganze einzahlen, beziehungsweise sich in eine Grundordnung einschmiegen soll. Und ich eine Hypothese, die ich in den Raum stelle, aber jetzt gerade durch Corona haben wir, glaube ich, in 3 Monaten mal gemerkt, wie das ist, wenn sich alles in einer gewissen Grundgeschwindigkeit verlangsamt und einem natürlichen Rhythmus anpackt. Ich glaube, ein gutes Zeichen dafür ist, dass Natur wieder weiter in die Städte gerückt ist, dass der worden sind, um die Luft besser zu atmen. Und da mit einem gewissen Handeln der Demütigkeit und der Weitsicht, was richten wir eigentlich an mit unserem Agieren? Ja, rauben wir halt oder vorsorgen wir mit unserem Agieren halt auf diesem Planeten? Und ich glaube, die meisten Unternehmen müssen halt leider sich eingestehen, wir betreiben Raubbau zum Selbsterhalt. Weil wenn ich in Organisationen gehe, die ja auch in einer gewissen zynischen Art und Weise gerade nach ihrem Purpose suchen, was so weit geht, dass Millionen danach dafür ausgegeben werden, dass jetzt die Frage beantwortet werden soll, warum machen wir eigentlich, was wir tun, obwohl die erste Antwort darauf meistens ist, Geld verdienen und die ganze Maschine am Leben erhalten, eigentlich besorgniserregend sein sollte. Wir haben keinen tiefen Sinn mehr in vielen Organisationen. Mhm. Ja, das, vor 200 Jahren ist da was angegangen in Organisationen. Und das Spannende ist, ich glaube, soweit ich mich erinnere, die Literaturwissenschaft hat mal nachgewiesen, dass eigentlich eine dystopische Erzählweise in vielen Romanen und Geschichten, die wir heute haben, eigentlich erst mit der Industrialisierung angefangen hat. Das war ja, wäre spannend zu sehen, ob die Dystopie zeitgleich einhergeht mit der Entkopplung von der Natur durch die Industrialisierung. Mhm. Ja, und wir vielleicht zurückfinden können, weil technologisch haben wir es. Und du hast gerade was ganz Wertvolles gesagt, Organisationen müssen mal innehalten. Und das ist tatsächlich das, was ich in Organisationen erlebe, was ich an diesen Menschen erlebe und weshalb ich natürlich, ich setze dann Fuß rein und setze ihn am liebsten auch gleich wieder raus. Natürlich in meiner Funktion als Organisationsentwickler, / Berater und Coach, habe ich natürlich den Luxus, da eigentlich immer von draußen drauf zu schauen, so als wenn ich mir eine Tierdoku anschaue oder als wenn ich sie drehe. Mhm. Ja, nur dass ich halt Interventionsmöglichkeiten habe, weil ich sehe, die Leute werden zerfahren. Der Rhythmus, der da entstanden ist, der ist entkoppelt vom Außen, der ist aber auch entkoppelt von tiefem Inneren der Organisation, nämlich von den Menschen selbst. Und deshalb werden die Menschen da in ihren Ressourcen zurzeit sehr brutal erschöpft. Mhm. Zwar nicht mehr mit Peitsche und Kette, aber sicherlich, was ihre Aufmerksamkeit und auch ihre mentale Gesundheit angeht. Mhm. Ich finde das sehr spannend, was du gerade sagst. Für mich sieht das, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, worüber wir bislang gesprochen haben, so aus, als würden wir über die linke und rechte Hirnhälfte der Gesellschaft sprechen. Ja. Auf der einen Seite dieses ganz Klare, ja, wo wir versuchen müssen, für Eineindeutigkeit zu sorgen, wo wir versuchen sollten, das hinzubekommen, dass die Kommunikation sich selbst reflektiert,
Ja, und mitbekommt, wo sie auseinandergeht. Dafür braucht es mehr Ruhe, mehr Distanz zu sich selbst und zur Kommunikation. Und auf der anderen Seite das, was du jetzt gerade hinzugebracht hast, das geht dann in den Bereich von Memes und Storytelling. Ja, dass wir einfach auch lernen müssen, wieder die schöneren Geschichten zu erzählen. Die Geschichten, die motivieren, die Geschichten, die Kraft haben, Geschichten, die eine Zukunft malen, die für uns funktioniert. Wenn ich mir die Zeitungen anschaue, die sind ja überfüllt mit Negativnachrichten. Und jetzt die konstruktiven Elemente darin zu finden und das Ganze eben nicht nur rein wirtschaftlich zu denken, um schlussendlich auch Wirtschaftsunternehmen in der Zukunft eine Chance mitzugeben, zu überleben. Denn ich denke nicht, dass sie das so tun können, wie sie es bislang gemacht haben. Du hast jetzt auch gerade noch angesprochen AG und GmbH und so weiter. Das ist ja auch eine interessante Idee, mal darüber nachzudenken, ob es sich dabei nicht um Auslaufmodelle handelt. Wie denkst du das? In einer gewissen Form schon, weil ich denke, wenn du Nachhaltigkeit erreichen willst, musst du halt in menschliche Handlung auch das Element von Belohnung und Sanktionierung halt sinnvoll einbringen. Und wir haben hier Rechtskonstrukte geschaffen, in denen Leute Unheil in dem größten Sinne anrichten können, ohne dafür belangt zu werden. Ja? Oder jetzt, wie allein aktuelles Beispiel Wirecard, da sind jetzt irgendwie Schuldfragen natürlich so schnell nicht zu klären. So, aber ich meine, wer hat schon den Luxus, sich innerhalb von einer Nacht Gefangenschaft mit 5 Millionen freizukaufen? Ja. Da ist die Macht einer Unternehmensorganisation, einer Konstruktion dahinter, das kann die Einzelperson nicht leisten. Die Frage ist, okay, wie wichtig ist die Funktion dieser Person oder sie inne hat für die Unternehmung? Aber das ist natürlich schon der Wahnsinn. Also ich denke insofern, dass wir da das Rad doch schon irgendwie neu erfinden sollten. Ja, weil es nicht mehr sein kann, dass halt große Skandale angerichtet werden in menschlicher, in natürlicher Ebene, in der Ebene für gesellschaftliche Verantwortung im Sinne eines Generationenvertrages, ohne dass Leute, die da Blockaden setzen oder nachhaltig Schaden anrichten für Generationen, dass die so ohne weiteres damit durchkommen oder nur mit einer Kaution. Das kann, nach meinem Gerechtigkeitsempfinden, ist das nicht in Ordnung. Das können wir jetzt hier allerdings auch nochmal konstruktiv zusammenbringen mit dem, was wir bislang hatten von der Seite. Dass dennoch, obwohl das so aussieht, dass der Einzelne in vielerlei Hinsicht nicht mehr so sonderlich viel Kraft ausgestattet ist, gleichzeitig aber eine signifikante Veränderung in Kommunikationsstil und Dynamik auch Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie Unternehmen sich organisieren, wie Geld verdient wird, wie Politik gemacht wird und so weiter. Ich sehe das jeden Tag, wenn ich in den Social Media mit Menschen rede, stelle ich immer wieder fest, dass die Möglichkeit immer da ist, vom kontravalenten symmetrischen Konflikt auf etwas anderes umzustellen. Ja? Ja. Ich habe die Frage drin versteckt, habe ich die Frage nicht genau verstanden. Ja, okay, da habe ich dich jetzt irgendwie ein bisschen überrumpelt. Was ich meine, du hattest gerade darauf hingewiesen, es hat nicht jeder 5 Millionen, um sich aus irgendwas freizukaufen. Ja, und dann hattest du vorher darüber gesprochen, dass die Dystopien ein verhältnismäßig, also menschheitsevolutionär betrachtet, ein verhältnismäßig junges Phänomen ist. Das ist ja eine spannende Geschichte. Jetzt ist mein Vorschlag, nochmal zu reflektieren, dass aber gleichzeitig auch die Kraft des Einzelnen nicht unterschätzt werden kann. Da gibt es auch diesen schönen Spruch von Margaret Mead, ne, unterschätze niemals, ne, dass einige wenige in der Menschheitsgeschichte etwas bewirken können. Es waren immer nur einige wenige, die das getan haben. Ja, ja, auch das, denke ich, ist ja ein wichtiger Aspekt. Absolut. Und die Frage ist ja, also jetzt mal aus einer, ja, aus welcher Perspektive auch immer das zu untersuchen, also soziologisch, psycholinguistisch, wie auch immer, mit was waren die Leute ausgestattet und wie stand das im Verhältnis zu ihrer, ja, zeitweiligen Umwelt, dass das halt wirken konnte. Weil ich glaube, wir unterschätzen ganz massiv unsere eigene Wirksamkeit. In dem großen, wir unterliegen ja auch einem gewissen Diktat. Es fühlt sich alles wie Freiheit an, weil alle Optionen scheinen gegeben. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, dass wir haben einen gewissen Preis, den wir zahlen, also in Form von Anpassung. Ja, also man konnte es, glaube ich, in den Diskussionen der letzten Zeit sehen und dass da gerade noch die großen Innovationen, also auch im Sprechen und im Verhandeln und im Denken, fehlen. Das merkt man, aber man merkt auch genauso, diese Bestrebungen sind da. Du hast mit Sprach- und Sprechdesign eben für mich auch so einen schönen Rahmen gegeben, für Kontexte, sagen wir jetzt, wir bleiben bei Organisationen, was, denke ich, in Zukunft zunehmen wird, weil ich kann meine Lauftechnik verbessern, ich kann meine Memory-Technik verbessern,
Warum denkt man eben nicht bewusst halt über auch Sprachtechnik, Sprachdesign nach? Also nicht nur im Sinne von, hey, nächste Woche ist wieder so ein Kommunikationsworkshop, alle gehen oder übergeben sich vielleicht gleich schon wieder. Da halt einen wirklichen Nutzen mitzutransportieren und den Wert von Sprache zurückzubringen. Und ich denke, was halt die Leute, die was verändert haben, gemacht haben, ist, dass sie halt in eine gewisse Form große Attraktoren in ihre Stories eingebaut haben oder diese Attraktoren sehr glaubwürdig vermitteln konnten. Und wir leben jetzt natürlich in einer Welt von Überkommunikation. Und ich hatte vor 2 Tagen ein Gespräch mit Leuten, die dem Tribe der Yawanawa in Brasilien sehr nahe stehen. Und ich bin ja gerade daran interessiert, wie eigentlich Stories funktionieren und warum so wenig fruchtbare oder zumindest scheinende Utopien in den letzten Diskursen so sichtbar waren, sondern immer so eigentlich eher noch die Frage davor stellen, können wir uns eigentlich Utopien überhaupt noch leisten? Ja, und das finde ich eine hochspannende Frage. Und wenn du jetzt guckst, wenn du bei den Tribes fragst, hey, was habt ihr für Geschichten, dann sagen die, hey, Moment, wir haben ganz viele Geschichten, aber wir kennen dich noch gar nicht. Wir können nicht einfach die Geschichten mit euch teilen. Das ist unser größter Schatz, den wir haben. Und du überlegst, dass eigentlich alles, was wir sprechen und erzeugen, immer die Spiegelung oder Repräsentation unserer gestalteten oder auch unserer Innenwelt ist, denke ich, sollten wir ganz, ganz, ganz entscheidend dahin zurückkommen, das Design von den Geschichten, die wir uns erzählen und was da rausgelassen wird und was nicht, wieder mehr zu erwägen, mehr zu filtern und wirklich bewusster zu gestalten. Also das finde ich jetzt eine ganz tolle Idee und einen ganz tollen Ansatz. Also ich mache das auch so. Ich erzähle nicht jedem meine Geschichte. Und ich bin mir auch kontinuierlich dessen bewusst, dass mein Erscheinungsbild, das, wie ich wahrgenommen werde, von Gesellschaft gestaltet wird und sehr viel weniger von mir. Und auch da haben wir das dann wieder drin, diesen Aspekt Ruhe reinbringen, nochmal überlegen, was passt hier, was passt nicht. Ne, wie designe ich mich für eine bessere Welt und auch für ein besseres Ich, ja, welche Geschichten erzähle ich über mich, welchen Geschichten höre ich zu? Und dann innerhalb dieser Geschichten auch aufs Wording zu achten. Absolut. Ich saß auf irgendeiner WG-Party auf einem Klo und wie du so WGs, wie du WG-Klos kennst, sind die oft ausgestattet mit Postkarten und ich fand diese eine mit diesem Zitat von Max Frisch, wo drauf stand: Jeder Mensch erfindet sich eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Jetzt musst du halt die 100 Jahre zurückgehen, ungefähr, um bei Max Frisch zu landen und überlegen, in welcher sprachlichen Umwelt er gelebt hat. Ja, Literatenkreise, schön, es gab Zeitungen, es gab Bibliotheken, aber es gab eben noch kein Social Media und kein Internet. Diese ganze Quelle von sprachlichem Rauschen fiel ja schon mal weg. Also ich musste halt viel mehr mit einem Pull sowas in mein Leben reinholen. Heute geht es ja darum, welche Informationen lasse ich aus, damit ich irgendwie meine Welt ordnen kann. Und der Gedanke, der für mich dahinter steht, wie sehr sind wir eigentlich in einer Situation, in der zum Wetter eigentlich auch Worte gehören, weil sie den ganzen Tag auf uns einregnen, wie sehr sind wir doch in der Lage, eigentlich unsere eigene sprachliche Welt zu formen, wenn von außen halt viel mehr Druck da ist und uns dauernd fordert, weil sobald ich Lesen gelernt habe, habe ich einen Leser- und einen Zuhörzwang in meiner Sprache. Ich kann zum Beispiel, ich persönlich kann nicht in einem Café sitzen und mich konzentriert lesen, weil ich höre mir automatisch allen anderen zu. Im Ausland geht das, wenn ich die Leute nicht verstehe. Ja? So, und so ist es für mich sicherlich auch in einer Umwelt, die immer rumrauscht, dass die Konstruktion einer eigenen, wirklich individuellen Geschichte sehr viel schwieriger ist, wenn ich dauernd Impulse von außen bekomme, die mich auch zum Vergleich zwingen. Das finde ich jetzt super wichtig. Und damit, denke ich, hast du einen sehr guten Punkt gemacht, mit dem wir das Ganze hier abschließen können. Für Unternehmen, für Organisationen auch darüber nachzudenken, sich aus dem Wettbewerbsrauschen für eine Weile immer mal wieder zurückzuziehen, ja, um innezuhalten und sich zu überlegen, an welcher Story will ich hier eigentlich teilhaben. Das vor allen Dingen vor dem Hintergrund einer Welt, die gerade sagt, es gibt Geschichten, die werdet ihr nicht mehr lange erzählen. Genau, und da ist ganz wichtig auch zu fragen, welche Geschichten wollt ihr erzählen, aber auch mit Insicht ins Unternehmen hinein zu fragen, wir als Organisation, wir als Unternehmen, welchen Geschichten wollen wir zuhören oder überhaupt wollen wir mal Geschichten zuhören, weil es gibt, jetzt immer mal in dem Bereich so narrative Organisationsgestaltung, Beratung, gibt es halt eine Unterscheidung zwischen Storytelling-Organisationen, hier ins Marketing, erzählt jetzt mal die Geschichte über uns, aber auch solche, die sagen, hey, wir sind auch eine Story-Listening-Organisation. Das heißt, wir nehmen uns die Zeit, machen wie ein Ting am Ende jeden Monats und lassen mal alles reinprasseln. Ja, und da muss ich nochmal ganz kurz auf China kommen,
weil ein guter Kollege von mir da mehrere Jahre arbeitete und sich am Anfang sehr konsterniert und sehr aufgeregt hat über die 3 Stunden Mittagspause, bis er verstanden hat, was da alles passiert. Wissensmanagement, sozialer Halt, Aufschlauen für bestimmte Skills, total im Bilde sein, wie es in allen Abteilungen läuft, weil sie sich eben für 3 Stunden pro Tag aus diesem enormen Druck rausgenommen haben und wirklich organisch haben Kommunikation wirklich stattfinden lassen. Ja, so, die sicherlich mehr Anschlussfähigkeit zur Handlung bildet, als wenn ich mir aus einem Grundrauschen, ich kriege halt pro Stunde aus 9 Kanälen 77 Nachrichten, mir was rauspicken muss, weil ich glaube, da wird es halt emergent, da tauchen die wichtigen Dinge im Gespräch, im Austausch wirklich auf. Ja, ganz wichtig. Ganz toll, ich danke dir. Das entspricht der unserer Form Co-Learning, in der Kommunikation sich tatsächlich selbst reflektiert und das erste Mal da auch meinen in der Umwelt erwartet. Damit das passieren kann, muss Kommunikationsreflexion passieren. Das heißt, Menschen müssen hingehen und anfangen mitzubekommen, was läuft woanders. Und wie kann ich das jetzt wiederum hier in dem, was ich tue, zusammenbringen? Und das von allen Seiten. Das ist ein ganz toller Ansatz. Also ich bringe das jetzt hier nochmal dicht einmal kurz zusammen, wenn die Punkte, die wir hatten. Das wäre einmal Eindeutigkeit in der Kommunikation schaffen, über klares Sprechen und über aufmerksames Zuhören. Das wäre mit geringer Selektivität zuhören, schadet uns allen. Das heißt, mit geringer Selektivität zuhören brauchen wir alle, genau, die zu senken. Dann die Fähigkeit, sich kommunikativ und kognitiv zu emanzipieren, zu begreifen, dass die herausragende Qualität von Menschen Chaosmanagement ist. Dass Organisationen, Mensch und so weiter anfangen müssen, systemübergreifender zu denken und das eben auch als krisenfunktional zu fassen und dann entsprechend in Kommunikation zu reflektieren. Habe ich hier irgendwas übersehen? Nur den Punkt, dass Organisationen, aber auch der Mensch für sich, und es ist schwierig in dieser großen Dynamik, in diesen Strom, in den wir reingeworfen sind, sich innehalten zu gönnen und auch Räume zu schaffen, in denen Kommunikation wirklich stattfinden kann. Ja, George Bernard Shaw hat es schön gesagt, die größte Schwierigkeit mit Kommunikation ist die Illusion, dass sie stattgefunden hat. Ja, ja, großartig. Also wirklich Räume schaffen, in denen Kommunikation, wirkliche Kommunikation, die sich dann in Handlung übersetzt, wirklich also geschieht. Mhm. Fantastisch. Ja, super. Ich danke dir für deine Zeit. Wir beide sprechen gleich noch mal ein bisschen nach und ich schalte jetzt an dieser Stelle die Aufzeichnung ab. Wunderbar.